das nicht. Danke, Alex. Ich glaube aber auch, dass wir mit Same Love noch nicht weit genug gedacht haben. Es gibt in unserer Community Menschen, die leben zum Beispiel Dreierbeziehungen oder sind zu vier Eltern. Das sind nicht zweier Monogame, bis dass der Tod euch scheidet, kleinbürgerliche Familien. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir als Community an uns alle denken und nicht einfach unseren Kampf aufhören, wenn wir mal die Ehe für Zweierpaare erreicht haben. Danke, Alex. Katrin, was ist dein Herzensanliegen im Zusammenhang mit dem diesjährigen Pride-Motto? Für mich ist das die Geschwindigkeit. Die Ehe für alle in der Schweiz ist zwar auf Kurs, das heißt Ehe für alle, gleiche Rechte sind auf Kurs, aber das Boot segelt zurzeit viel zu langsam und wir brauchen viel mehr Tempo. Danke, Katrin. Helmut? Was sagst du zu unserem Pride-Motto? Was ist dein Herzensanliegen in diesem Zusammenhang? Mein Herzensanliegen ist, dass wir uns selbst abschaffen.